Einen wunderschönen guten euch. Hallo. Auf geht's zu Randvi. Sei gegrüßt. Die Dänen von Grantabrück Schier sind unsere Verbündeten. Ihre Jarlskona Soma hat ein Eid geleistet. Gut gemacht, Eivor. Diese frühen Siege werden sich bezahlt machen. Das Denke. Werden sie. Auf viele Weisen. Eine der fähigsten Kämpferinnen Somas, Birna, hat uns ihre Klinge angelobt. Sie ist eine mächtige Kriegerin und hat ein freundliches Wesen. Sie wird sich gut einfügen. Schön, dass sie dabei ist. Gute Arbeit. Eivor, ein Hinweis. Jemand hat sich draußen niedergelassen. Ein Händler, glaube ich. Frag ihn bei Gelegenheit, was ihn herführt. Er scheint eine größere Gilde zu vertreten. Die Kindesaugen oder die augenlosen... Augenlose Kind? Nein, das kann nicht stimmen. Ja, ich würde trotzdem gerne mit dir bestimmen, wo wir als nächstes sind. Ich möchte die Bünd... Erzähl mir mehr über Legre, Kestashir. Er reiste in eine Stadt namens Cheopedun, um Uba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Uba. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung dafür... Ein kühnes Vorhaben. Ich glaube, dass... So, ich werde mir... neue Verbündete. Ich werde sie nicht warten Die lassen. Söhne Ragnars. Ah, endlich. Und die Söhne Ragnars es geht los. Und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedun. Mücken. Über alles. Warte. Ups. Interagieren. Da kann ich mich hinsetzen. Warte mal. Nicht, ich wundere, was ihr jetzt gleich hören werdet, aber das ist nur, ich drehe da mal schon mal irgendwo bei hier. So. Hat keiner gehört. Channel switched. So. Okay. Ich wollte geradeaus durch die Tür gehen. So, wo ist jetzt hier der Händler? Bist du's? Bist du dieser Kinder? Was tust du hier noch gleich? Wenn ich dir etwas tätowieren soll. Ach so, er ist das. Ohne... Ich muss los. Ja, tschüss. Bis bald. Bis bald. Ich gehe ja gleich. Arbeit, Arbeit. Oh. Guten Tag. Ah, neue Kundschaft. Sächsischer. Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Mit mir werdet... Ah, hallo. Wir kommen im Namen der tausend Augen. Händler, wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir... Verstehe. Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der tausend Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Das Oberhaupt unserer Gilde? Eine Legende. Mhm. Die verarscht mich doch. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Und woher kennst du mich? Ich sag gleich mehr dazu. Tausend Augen haben auch tausend Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Und was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr. Ist eine Frau, die die Stimme spricht. Sie schwankt je nach Gegenstand. Spielt bei Two and a Half Men die Rose. Markt wird alles zum Beispiel. In Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich. Du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. Täglich als... Ach, lol, das ändert sich jetzt auch noch. Entwurf für eine Baumverzierung für die Siedlung. Ja, okay, lol. Mythischer Hammer. Aha. Ich werde scheinbar natürlich auch seine Ruhmplätze, okay. Entwurf für eine Verzierung der... Ja. Hält's verdammtes linker Arm. Okay, das, ja. Nichts gefunden? Nun, da. Und was bedeutet das? Sieh dir meine Kleidung, meinen. Sie sind mal. Vielleicht wäre. Ein interessant. Schön zu. Dann. Ja. Oh ja. Ihr wollt mich doch verarschen hier eben.
heißt ja, irgendwie komme ich mir hier verhungpiepelt vor. So, die Bruderschaft, ich meine, die haben wir schon erzählt, aber wir bauen jetzt erstmal hier. Ich weiß nicht, was und wie viel wir haben, aber, oh, reicht. Bauen. Bekanntheit erhöht, Ansiedlungsstufe 2. Yes, was geht? Und wir haben. Oh lol. Fischerhütte, Bäckerei, Brauerei, Jagd. Oh lol. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. In London? Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. London. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Och nö, nicht jetzt. Na gut. Ich kümmere mich. Weiter. Du atmest sehr schwer, Heitam. Bereitet dir deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. In meinem Herzen wurde ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich, aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Bassem deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Ich fange an, ich geb's jetzt. Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Schleichangriff, ach die Puppe. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ja, na logisch. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung. Jetzt mit dem Boot auch noch? Folge Hathen. Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja, sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Ja, gut. Achso, nur rüber. Einfach schwimmen können. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Herr Rätsel, so eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein. Ich muss mal kurz, müssen wir jetzt hier erstmal mal muten, Entschuldigung, falls ihr nicht. Deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung und wir sind gerade einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Entschuldigung. Entschuldigung, das hat sich gerade so ergeben. Das war Situationskomik. Entschuldigung. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran
und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Okay. Kann ich den dann nicht angreifen? Nee. War nur ein Test. Was? Wie habe ich das gemacht? Ach, mit 1. Stimmt. Ich springe zuerst. Du willst, dass ich springe? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich... Warte! Sieh zu! Heitam! Heitam! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du? Mein Glaube war stärker als meine Angst! Und der Waldboden fing dich auf... Ein perfekter Sprung. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß. Dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland. Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englands. Wenn du das Land zum Wohle geil. Deines Clans... Also nicht geil, aber Headshot. Wäre nicht es ganz, in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon ich wollte nur üben. Du suchst in Wirklichkeit macht man sowas nicht, Kinder. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Vom kleinen Fischer zum reichen Händler. Von vermögenden Tarnen bis zu nutzlosen Königen. Der Orden beeinflusst sie alle. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Ich bringe sie dir. Für alles. Ja, danke. Orden der Ältesten, das sind was? Eiferer heißen die angehörigen Söldner, die dem Orden dienen und Erlässe durchsetzen. Wenn du sie ausspielst, ausschaltest, kannst du Hinweise für die Identität von Ordensmitgliedern erhalten. Enthüllen und ausschalten. Hinweise, Gewinnlässe, ja, Hierarchie des Ordens. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Das ist ja das gleiche wie in Herr der Ringe. Unten sind die Plebos so ungeart. Ordensmitglied, Wiegmund, der Hildenstab gefunden, Hinweise. Wächter des Reichtums, also die Leier. Cutie, achso, das ist auf meiner Seite, ne, der Kiel. Okay, das ist auf meiner Seite. Und unentdeckter Großmax. Ja, gerade Magister der Orden zu enttarnen. What the f. Dem Licht zu dienen. Ja, Glückwunsch.
Ja gut, gab ein paar Punkte, die investieren wir auch gleich wieder. Automatisch bitte. Ja, sehr schön, was haben wir freigeschalten? Handwechsel. Halte T gedrückt, wenn du mit zwei Waffen kämpfst, um sie von der anderen Seite. Ja, nee, alles gut, lassen wir mal sein. So, der Fischer, Schiffswerk. Aufgrund helfen dir dabei, das Aussehen des Langschiffs zu verändern. Du findest Vorlagen dafür. 600! Nur um scheiß Schiffs zu verändern? Vergiss es, Bruder. Haben wir alle Latten am Zaun oder habe ich was verpasst? Verzierung. Ups, verklickt. Strom ist eigentlich garbage. Guck mal, damit es synchron aussieht. Ja, so sieht's im Grunde aus. Also. Eivor! Gut, der Händler hat sich von allein gemacht. Grüß dich, Eivor! Ja, Eivor, hallo. Fischhütte, merkt uns an Engel. Schaltet die Angelschnur frei. Dass ich angeln kann? Ja, und dann? Was bringt mir das groß? Ah, dann kannst du Vorräte und einzigartige Gegenstände erwerben. Die wären? Ach, Vorräte auch. Erzähl mir, was ich kaufe und aber ich kann. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns, Eivor. Ich kann Vorräte kaufen, das ist ja an sich ganz gut, ne? Dann kannst du Vorräte als Gegenstände. Wir machen das jetzt mal einfach. So. Ja, ich hab gern gesehen. Lass mich deine Waren sehen. Was? Mahlzeiten, Eisenerz, Pfeile, Raubtierpfeile, ach so. Es ist wahrlich hochwertig verarbeitet. Ja, aber wie gut ist der denn jetzt? Raben, Wolf. Eine Schlafwolke um die Leiche. Heimliche Kopfschüsse? Ist das dann alles? Nö. So, ich kaufe und ver. Achso, ja. Wir haben bis. Ich wünschte, ich hätte das. Vermisst du deine. Ja, oft. Hier bist du. Oh! Oh? Da sind wir also. Und sie hat mir was zurückgelegt. Ich finde Janis Familie. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal, Eivor. Ja, sie freut sich jedenfalls. Gut, ja, fährt mal. Ich bin gerade irritiert. Ich glaube, wir machen jetzt mal kurz einen Cut. Wir haben das Dorf ein bisschen erweitert. Hier kommt nochmal was Neues hin. Ich werde mal auf Raub. Ich habe Bock auf Raub zu gehen, damit wir wieder mehr Ressourcen haben, werden, tun, machen, gehabt zu haben. Nur wo ist ein Raubzug? Da oben. Stärke 160. Wo weiß ich, welche Stärke ich aber habe. Eigentlich die Söhne Ragnars. Ist zehnmal geiler, wenn ich ja diese Gleich jetzt Richtung Ragnar hier und alles. Lol. Dein Ernst? Ich muss da entlang segeln, also. Okay, das ist jetzt ein sehr langer Weg. Ich glaube, da machen wir in der nächsten Runde. Ne, wir machen eine Reisefolge das nächste Mal. Und von dementsprechend gehe jetzt aufs Schiff. Wir nehmen die Führung. Und sage erstmal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nacht. Vielleicht noch ein Lied für euch zum Schluss? Hallo? Singt uns ein Lied. In diesem Gewässer müssen wir rudern. Psst, tolles Lied. Hier müssen wir an die Ruder. Mehr Segel! Ein Lied zum Schlafen gehen hören.